Hey Freunde, damit kommen wir zur Rogue-Woche 1 Herausforderung Phase 3 von 4. Füge Schaden mit Impulsgewehren zu. Insgesamt müssen wir 500 Schaden machen. Ich empfehle euch, das in der Gruppenkeile zu machen. Als erstes müssen wir natürlich erstmal ein Impulsgewehr finden. Dieses finden wir meistens an IO-Stützpunkten. Also da hatte ich zumindest bis jetzt Glück. Dann müssen wir natürlich einen Gegner finden. Am besten von weiter weg auf den Gegner schießen, weil man damit nicht so viele Schüsse mit Mal abgeben kann. Also kein Dauerfeuer, nur Einzelfeuer. Aber wie ihr seht, haben wir da oben die ersten Punkte gesammelt. In diesem Fall seht ihr, dass Tiere nicht zählen. Also werden nicht als Schaden angezählt. Sondern nur richtige Gegner, wie in diesem Fall jetzt hier wieder. Oben seht ihr, gab wieder ein paar Punkte, damit hätten wir die Aufgabe schon fast fertig. Ich empfehle euch dazu, das im Duo oder allgemein im Team zu machen, denn wie ihr hier seht, ist das eine Teamaufgabe. Mein Duo-Mate hat gerade Punkte für mich gesammelt, beziehungsweise Schaden gemacht. Genauso wie in diesem Fall hat er auch Schaden für mich gemacht. So, und damit wäre die Aufgabe dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.